Wir sind da gerade in aller Früh und spekulieren. Das Kind fragt, was gibt es zum Frühstück, Vater? Brot, Sohn. Und was gibt es darauf, Vater? Brot, mein Sohn. Und was gibt es dazwischen? Brot, mein Sohn. Und da haben wir begonnen zu überlegen, ja, warum nicht ein Brotburger? Und jetzt sagt er, was sagt er? Ein Burger ist ja auch kein Burger, weil nur Burgerbrot und Laberl da sind. Da könnte ja auch noch was dazwischen. Was macht den Burger zum Burger? Burger King und McDonald's. Was definiert einen Burger? Ab wann ist es ein Burger und ab wann ist es ein Leberkässemmel? Was ist der Unterschied? Ein Burger hat auch Brot, das extra für den Burger gemacht ist irgendwie. Und im Burger ist auch Salat drinnen und irgendwelche Soßen und Tomaten meistens. In der Leberkässemmel sind Gurkerl, Ketchup, Mayonnaise, Leberkäse und Semmel. Warum ist das kein Burger? Gurkerl ist grün, Ketchup ist eine Sauce. Weißt du das? Ich glaube, ich gehe jetzt davon aus, dass schon ein Burger ist. Ich nicht. Ich gehe einen Schritt weiter. Pizza Quattro Formaggi, Spaghetti, Pizza Margherita. Ist das ein Burger? Nein. Wieso nicht? Nein, das ist überhaupt nicht mit Burger zu tun. Diskutiert nicht so über das Essen und was ist, gibt's was zum Fressen. Gesundheit. So machen wir das. Wir sind übrigens die Knackerschmatz aus dem Rostingstift in der Lenkbach im Wiener Wald. Jetzt kommen die blauen Wolken, denn die gehören auf den Hundehimmel. Ich war gestern übrigens noch im Wellness. Ja, ich habe mich im Bad breit gemacht, nachdem die Kinder im Bett waren. Und da habe ich mich so richtig entspannt. Das war schön, das war toll. Da ist mir so richtig warm geworden. Ja, und nachdem mir so richtig warm war, bin ich ins Büro gegangen, habe noch einen Rechner neu aufgesetzt, habe überlegt, ob ich meine Installationsskripts jetzt auch schon ja, ihr wisst, was ich meine. Neu machen, überarbeiten, denn der Plan ist nämlich, das wird hochgenial. Wenn, ich muss mich da konzentrieren, ich habe so ein Installationsskript, das mir meine Rechner aufsetzt, die Anwendungen rauspfeffert, so was, Operator, Firefox, was halt so dazugehört, wusch, inklusive den alten Klienten von Microsoft. Das macht jetzt einmal alles vollautomatisch. Das ist grundsätzlich gut, wenn ich jetzt eine neue Maschine habe, mache ich wusch. Habe aber dann dennoch immer wieder die Situation, dass einzelne Rechner nur einzelne Sachen davon brauchen. Und wenn ich dann das ganze Skript wusch mache, funktioniert das. Es ist auch so geschrieben, dass keine Einstellungen verändert werden, solange man nicht aktiv darauf einwirkt. Also es wird nichts entfernt in dem Sinn, außer Office. Office ist nicht wichtig. Ja, aber es wäre natürlich schon praktischer, wenn ich da auch so eine Auswahlmöglichkeit hätte. Ihr wisst, so wie ich das jetzt bei meinem Fernwartungsskript habe, dass dann nur ein bestimmtes Programm installiert wird oder auch nicht. Oder nur eine bestimmte Einstellung vorgenommen wird. Oder nur ein Benutzeraccount angelegt wird, den ich mir aussuche mit den entsprechenden Rechten. Oder was auch immer ich gerade Lust habe. Das ist natürlich ein Projekt, das ich angehen werde.
Aber gestern, nö, habe ich dann nicht gemacht gestern. Nö, habe ich gestern nicht gemacht. Ja, hab da noch ein bisschen Lego sortiert und ein kleines gesucht. Ein Mini-Studio-Ding habe ich zusammengesucht, alle Teile da. Und ja, war relativ lang auf. Hab daneben ein bisschen EDV-Geschichte gehört und war ganz spannend. Ja, der Plan heute, meine Frau hat was vor. Meine Frau hat diese Woche viel vor. Das ist gut für meine Frau. Sagen wir das mal so. Ich freue mich, wenn meine Frau für sich irgendwas vorhat und das für sie passt. Das ist ein guter Ansatz. Ja. Ich gehe jetzt zum örtlichen Papierhandel, um mir Ordner zu kaufen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich keine Ordner habe. Das ist ausgesprochen schwierig, wenn man keine Ordner hat und die Ordner aber braucht. Also Papierordner, nicht Computerordner habe ich genug. Die Computerordner sind überhaupt kein Problem. Ja, und danach habe ich einen Termin beim Bürgermeister. Und da geht es um diesen Wanderweg, den Schneeglöckerlweg, der da durch mein Grundstück führt. Und inzwischen kann ich ja schon sagen, mein Grundstück, was mich ja überhaupt nicht begeistert, aber die Realität ist oft so, dass sie einen nicht begeistert. Bin gespannt. Das wird sicher höchst unsinnig, dass ich überhaupt da bin. Aber jetzt nicht wegen einem Bürgermeister, sondern wegen dem Thema. Was soll's? Ein bisschen Zeit verplempern. Dann habe ich eine lange Wurst an Netgear geschrieben mit vielen Fragen. Bin gespannt, ob die irgendeine davon beantworten. Denn irgendwie wird es langsam Zeit, dass wir da eine Lösung finden für unser Thema. Schauen wir mal. Ja, ihr seht, ich laufe so auf halbe Energie. Hat ein Kind was gebraucht in der Nacht. Das hat dann wieder eine Stunde Schlaf gekostet. Und wenn man schon so spät ins Bett geht, was ich ja gemacht habe, und dann noch eine Stunde Schlaf fehlt, dann fehlt zu viel. Sagen wir das einmal ganz direkt, dann viel zu viel. Und da kann man nur sagen, das war ungeschickt. Das war so ungeschickt wie das, was ich jetzt gerade da geparkt habe. Also einen halben Meter vom Randstein weg, das geht nicht. Beim besten Willen nicht. Ich war gerade im Papierhandel und stellt euch vor, die wollten von mir einen 2G-Nachweis. Habe ich gesagt, aber hallo. Das finde ich ja gut, dass sie das kontrollieren. Frau war nicht so begeistert, dass sie mich kontrollieren muss. Und sie hat sogar meinen Ausweis noch angeschaut. Ich bin voll und so überhaupt begeistert. So gehört sich das. Ja, also jedenfalls bin ich kontrolliert worden. Verständlich ist die Frau nicht begeistert, weil die arbeitet da allein. Und dann sind die Leute 3 Stunden im Geschäft und bei der Kasse müssen dann kontrollieren, offiziell. Was ja idiotisch ist, dass man rausgehen kann. Ja, egal. Und das hat dann den Effekt natürlich, dass alle angesteckt sind. Sie sagt, sie muss ihn kontrollieren bei der Kasse und er darf dann nichts kaufen, sie muss ihn rausschmeißen. Das heißt, er ist schon im Geschäft gewesen, hat seinen Sackerl zusammengerichtet und dann muss er ihn rausschmeißen. Österreich hat ganz tolle Gesetze und jedes neue ist nochmal um ein Eck toller als die alten. Ich sag das mal so. Und ja, über Gesetze. Im Moment nicht. Da redet man ja in einem Jahr oder in 2 Jahren wahrscheinlich erst drüber, weil ja alles so zart und langsam ist. Na gut. Ich fahre jetzt ins Rathaus und werde da höchst spontan fragen, ob ich das alte Schaf filmen darf. Bin schon gespannt, was man dort sagt. Und wenn man das alte Schaf filmen darf, dann zeige ich euch das alte Schaf heute in 2 Wochen. Das ist der große Plan. Ich glaube, das Steinvideo ist schon grob geschnitten und die ganzen Autokennzeichen sind schon mit meinem wunderschönen Avatar überdeckt. Es ist, ich sag's euch, es ist perfekt. Und wenn ich jetzt denke, dass ich eigentlich gerade eine Fernwartung machen sollte, weil ein Kunde ziemlich nervös ist, ich aber einen Termin im Rathaus habe, der vielleicht nichts bringt, keine Ahnung, dann bin ich schon unrund. Schauen wir mal. Ich bin optimistisch, dass er doch was bringt. So ist es. Ich sitze da von hinten beleuchtet, hallo, weil ich gerade Lego baue. Ich baue gerade den 8439, den Kollegen. Da schneide ich jetzt meine neuen Pneumatikschläuche zurecht und währenddessen erzähle ich euch von meinem Besuch in der Stadt
beim Bürgermeister. Ich habe heute den neuen Bürgermeister kennengelernt. Und er erinnert so ein bisschen an einen recht bekannten Politiker. Aber nur ein bisschen. Und ich sage mal, er wirkt hochkompetent. Er wirkt hochkompetent, deeskalierend und lösungsorientiert, sage ich jetzt mal so als Laie. Und das finde ich schon mal gut. Wie es jetzt mit unserem Thema weitergeht, wissen wir nicht. Also Tatsache ist, das, was ich will, das wollen die anderen nicht. Das liegt in der Natur der Sache, sonst würde man ja nicht drüber reden. Allerdings gibt es ja Gründe, warum ich das so will, wie ich es will. Und es wird erkannt, das ist schon mal gut, dass das nicht einfach so irgendwie erfunden ist, warum ich das jetzt so will, sondern es wird erkannt, was die Beweggründe dahinter sind. Das ist immer gut. Beweggründe, der Pneumatikschlauch ist viel zu klein, zu dünn, kriege ich gar nicht drauf. Yes! Ja, das ist gut. Und Tatsache ist, die anderen wollen auch was, aber auch nicht das, wie es jetzt ist, sondern wieder ganz was anderes, was mal früher war. Kann ich nachvollziehen. Ich mag auch viele Dinge, die früher waren und jetzt nicht mehr so sind. Das ist in vielen Bereichen das Beste, was früher war. Kann man ganz ehrlich sein. Ja, egal. Und ehrlich gesagt, mich würde es ja gar nicht so stören, wenn das so wie früher wäre. Allerdings haben wir ein größeres Thema dabei. Ein rechtliches Thema, ein Sicherheitsthema und ein Bequemlichkeitsthema meinerseits. So. Allerdings war man heute zumindest, oder was heißt zumindest, allerdings ist heute zur Sprache gekommen, dass das, was ich ursprünglich wollte, bevor das so war, wie es jetzt ist und wie es ursprünglich war, da wollte ich es eigentlich anders, da hatte ich eine ganz andere Idee. Die war für mich damals aber zu abstrakt und zu unrealistisch, dass sie passiert und deshalb bin ich davon abgekommen. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Idee, diese Alternativmöglichkeit eventuell gar nicht so schlecht wäre und vielleicht sogar umsetzbar ist. Und da sage ich ja nur, hola hola, das wäre ja von uns überhaupt perfekt. Die Frage ist natürlich, wie schaut es in der Praxis aus, ist es machbar? Und diesbezüglich werden Begehungen stattfinden und dann schauen sich die Betroffenen das mal in Ruhe an und dann reden wir weiter. Das ist der Plan. Also, was möchte ich euch jetzt sagen? Es war ungefähr so wie erwartet, allerdings mit einen Lichtblick oder einen Lösungsansatz. Und das ist ja schon mal was, ob der Lösungsansatz jetzt passiert oder nicht. Wirklich. Egal. Das kann man dann in Ruhe besprechen. Aber es ist kein Streitgespräch und das ist schon mal gut. Ja. Das ist etwas, worüber mehrere Leute nachdenken sollten, ob sie sich mit anderen nicht unterhalten sollten, bevor sie da immer streiten. Und das passiert ja im Moment in unserer Gesellschaft ausgesprochen selten, dass die Leute sich unterhalten und nicht streiten. Das ist ja noch länger. Das sind ja 20 cm. Schneide ich das einfach ab, oder? Und da könnte man natürlich ansetzen. Ja. Aber überhaupt kein Problem. Es wird hier und da Lösungen geben. Stress haben wir ja nicht in dem Sinn. Vielleicht jetzt doch eine kreativere Lösung. Und dann ist es auch eine Option. So, das schneide ich ab. Ja, also eigentlich bin ich überrascht. Was mich total erfreut hat, ist, dass ich so am Schluss gefragt habe, ach, ich wollte ja noch fragen, darf ich das Schaf im Stiegenhaus filmen für dieses Video, das ich dann mache für YouTube? Und da hat man gesagt, ja sicher. Gar nicht gefragt, was, wieso, warum. Und einfach, ja, klar, mach. Das gefällt mir. Das ist ein Ansatz. So kann man arbeiten. Der geht ja gar nicht. Der ist ja noch dünner. Das ist aber jetzt nicht der neue. Boah. Ich glaube, mir platzt gleich der Kopf, wenn ich mich so anstrengen muss. Ja, das heißt, eigentlich sollte ich jetzt nicht Lego zusammenstecken. Ich sollte jetzt eigentlich genau genommen dieses Video schneiden.
Mit WLAN habe ich heute noch nicht viel zu tun gehabt. Das wird nämlich gerade nicht verwendet. Und ich habe jetzt so einen Feldversuch angekündigt. Ich werde da heute am Abend ein paar Access Points konfigurieren. Werde mich makaber dort positionieren und schauen, wie wir da weiter tun. Und dann Netgear besteht darauf, dass ich einen Hardware-Reset mache, bevor ich die Protokolle auslese. Das ist ja ein Horror. Das ist ja... Wow. Mal schauen. Gut, ja, so machen wir das. Während ich mich heute unter höchstem Stress ums Essen kümmere, habe ich parallel dazu noch... Was ist? Also wirklich. Habe ich parallel dazu noch ein Lego begonnen zu bauen. Die 8439. Ja, die schon seit Wochen, Monaten inzwischen im Kübel im Büro ist, weil sie noch auf deine wartet. Das ist dieser kleine Pneumatik Erdtank Schaufellader. Stimmt ja nicht. Der ist nicht klein, der ist eigentlich ziemlich groß. Jedenfalls ist das, den gibt es ja dreimal. Und das ist die Dark Bluish Grey Version, also die mit den modernsten Teilen. Und da bin ich jetzt so hin und her und ja, baue da und bin überrascht, wie viele Teile da jetzt nicht rausgesucht wurden. Offensichtlich hat der Herr Schmatz da einiges übersehen, da war es wahrscheinlich sehr spät in der Nacht. Unabhängig davon bin ich höchst begeistert, denn das Telefon, jetzt muss ich, also. Hoch entsetzt habe ich zur Kenntnis genommen, dass mich ein Kunde angerufen hat, der mit dem WLAN, und war ganz waffen gesagt, das ist heute so halbwegs gegangen. Und da habe ich mir gedacht, aha, warum ist es denn heute gegangen? Und dann ist mir eingefallen, weil ich genau das Gegenteil von dem gemacht habe, was Netgear gesagt hat. Ich habe mir gesagt, mach das ja nicht. Und ich habe jetzt inzwischen schon gar keine Hemmungen, weil schlechter kann es ja nicht mehr gehen. Habe herumgeschraubt und heute dürfte es halbwegs gelaufen sein. Wir werden schauen, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Ich muss nämlich noch Protokolle ziehen, nur um diese Protokolle zu ziehen, die Netgear von mir will, muss ich in dem Moment, wo das Problem auftritt, im Haus sein und dann händisch, mechanisch, einen Reset am Access Point öffnen, um dann das Log auszulesen. Ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee gekommen sind. Auf jeden Fall sind Sie auf die Idee gekommen. Sie hätten ja einen Knopf anmachen können im GUI, dass man da einen Reset machen kann. Egal. Ja. Und dann hat mir jemand eine E-Mail geschrieben von der anderen Schule und die haben gesagt, das geht eh. Na, werden wir schauen. Ich bin jetzt mal tiefenentspannt. Ihr habt es mitbekommen, da kocht jemand für uns. Meine Frau braucht das, damit es ihr gut geht. Soll so sein. Und die sind gerade total glücklich in der Küche. Alle vier. Also alle außer mir, alle vier. Und ich sage euch jetzt noch die Covid-Zahlen. Das ist der große Plan. So war das. Nein, das sind nicht die Covid-Zahlen, das ist die Bauanleitung, der aktuelle Bauschritt von meinem schönen Radlader. Nein, die Covid-Zahlen sind da drüben für den 10.01.2021. Das sind ja die Zahlen von gestern. Ja, wieso? Es ist doch schon 14.32 Uhr. Ja, müssen wir nachher nochmal schauen. Wir sind noch immer beim Bagger, einen Bauschritt weiter. Schauen wir mal, ob sich die Covid-Situation schon entspannt hat. Nein! Also was ist los mit der? Jetzt ist 2:45. Eugen! Die gemeldeten Fälle werden nach Diagnosedatum auf einzelne Bindungen zur Verteilung. Oh. Sie haben es geschafft, obwohl die Zahlen verdächtig nach demselben wie gestern ausschauen. Ihr werdet es selber vergleichen, ich mache es jetzt nicht. Der 11.01.2022, es sind 10.441 laborbestätigte Fälle, 10.034 neue gestern, 9 Verstorbene, 2.984 Genesene. 695 ist die 7-Tage-Inzidenz, 1.347.301 laborbestätigte Fälle, 84.933 aktive Fälle inklusive Spital, 693 im Spital ohne Intensiv, 260 auf der Intensiv, 127.304.318 durchgeführte Testungen, 13.408 Verstorbene und 1.248.960 Genesene. Viel mehr sage ich euch heute gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob ich euch das Essen überhaupt zeigen möchte, denn das werde ich hier essen als zeigen. Ich denke da mal drüber nach. Ich sage noch in diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, hier auf diesem buntgestreiften YouTube-Kanal, dem mit dem grünen Gurkel. Jetzt kommen die blauen Wolken, denn die sind das Ende des Nolenko-Flows.